Philipp, am Mittwoch beginnen die Playoffs. Wie sieht der Trainingsplan bis dahin aus? Ihr habt morgen ein Spiel in Schweinfurt. Wie geht's dann weiter bis Mittwoch? Am Montagabend werden wir eine Stunde eine Trainingseinheit haben. Dienstag dann nochmal Abschlusstraining. Ich weiß nicht, Coach wird wahrscheinlich noch eine Videokonferenz mit einbauen, dass wir uns nochmal, gerade je nachdem, gegen wen wir spielen, die Spiele anschauen werden. Und dann, dass wir bestmöglich vorbereitet sind auf Mittwoch. Sind jetzt Spieler wieder in den Kader zurückgekehrt? Das heißt, es gibt auch Umstellungen in den Reihen. Kannst du da schon eine Prognose abgeben, ob sich da wirklich noch was Größeres ändern wird? Wird das nochmal durchgewürfelt oder wie ist deine Einschätzung? Also Jakob wird noch zurückkommen. Wie er dann die Reihen zusammenstellt, weiß ich noch nicht, ob er es jetzt so belässt wie gestern oder ob er noch geringfügige Änderungen vornehmen wird. Das werden wir abwarten müssen. Werden wir vielleicht morgen schon ein bisschen mehr wissen und dann am Montag spätestens. Gestern das Spiel war frustrierend, wahrscheinlich für euch als Spieler genauso wie eben zum Zugucken. Wie wichtig ist jetzt ein Erfolgserlebnis, morgen zum Beispiel in Schweinfurt? Ja klar, Erfolgserlebnis schon aus dem Grund, weil wir noch mindestens den einen Punkt brauchen, um Platz 2 zu festigen. Aber natürlich auch, um mit dem Sieg die Hauptrunde abzuschließen, einfach mit einem positiven Erfolgserlebnis einfach in die Playoffs zu starten, um zu wissen, ja, wir können auch noch gewinnen. Wir haben jetzt, glaube ich, von den letzten 5 Spielen 4 verloren. Deswegen sollten wir morgen alles daran setzen, dass wir gewinnen. Wie ist da deine Rolle als Kapitän? Ich frage mich jetzt mal, ich stelle es mir vielleicht so vor, dass du dich vor die Mannschaft stellst und eine Rede hältst oder was machst du da was Spezielles? Ja, speziell jetzt nicht. Also ich versuche natürlich mit meiner Leistung an die Mannschaft mitzureißen, zu pushen ein bisschen. Klar, auch in der Kabine natürlich was ansprechen. Aber da haben wir noch andere Spieler wie Patrick und so weiter, die natürlich auch vorangehen werden und eben auch immer entsprechende Worte an die Mannschaft richten, wenn es nicht so läuft. Was dürfen die Zuschauer Mittwoch erwarten von euch? Am Mittwoch 60 Minuten harter Arbeit, Kampf, ja, bis zur letzten Sekunde. Wir werden checken, wir werden rennen, wir werden Schüsse blocken. Alles, was einfach nötig ist, um das erste Playoff-Spiel auch gleich zu gewinnen zu Hause, um ein Zeichen zu setzen. Das Motto ist alle in Rot. Das heißt, wir hoffen, dass möglichst viele Zuschauer euch auch farblich unterstützen. Wie ist das in der Mannschaft angekommen? Ja, wir finden die Aktion cool. Wir kennen es aus Nordamerika, wo oftmals die ganzen Stadien dann in einer einheitlichen Farbe erscheinen. Und das pusht natürlich auch nochmal, wenn man sieht, man hat da so eine rote Wand hinter sich, die einen 60 Minuten lang unterstützen. Und das beflügelt natürlich nochmal. Alles klar, ich drücke euch die Daumen, jetzt erstmal für morgen und dann natürlich am Mittwoch mit möglichst viel Rot, aber hoffentlich einem guten Ende. Danke dir, Philipp. Alles klar, danke.